Moin Moin, da sind wir wieder. Heute wieder mit Legend of Mipha, aka Hyrule Warriors Age of Calamity, aka Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Jetzt ist Zeit für Verheerung, wir machen weiter. So, ich hoffe, ihr seid ready. Wie immer fangen wir erstmal mit Ladezeiten an. Genau. Und dann werden wir erstmal, wie sich das gehört, wieder Amiibos benutzen. Die ja auch limitiert sind, wie wir wissen. Akira hat den Channel betreten. Hallo, Akira. Hallo, na? Na? Alles gut? Ja, doch, alles super soweit. Und selber? Ja, ich habe mich ein bisschen abgequält. Das ist jetzt ein bisschen Fachchinesisch. Okay. Ja, ich hab ja so Apps, also mobile Apps in Vue gebaut. Und Vue ist eigentlich eine ziemlich feine Sache, muss man sagen. Das Blöde ist nur, ich habe halt, also die Version, die ich habe, das war damals einfach, weil in den Tutorial nun mal. Upsa. Weil da nun mal die Version benutzt wurde, habe ich halt die Version, weiß ich nicht, was war das, 2, was auch immer benutzt. Und mittlerweile gibt es halt eine dritte, also Vue 3. Jetzt versuche ich das halt von Vue 2 auf Vue 3 alles rüber zu kriegen, damit ich wenigstens einigermaßen aktuell bin. Okay. Aber es ist leider nicht so einfach. Also Oh Mann. ich musste schon große Teile was? Ich musste schon ziemlich große Teile des Quellcodes ändern. Und jetzt Okay. stört sich das an dieser Store-Klasse. Und das Problem ist halt, du weißt halt noch nicht, ob das dann alles war. Ob's dann genauso alles läuft und so, ne? Ja, es kann halt auch sein, dass das nicht reicht. Also das kann auch sein, dass. Wenn jetzt der Store in Ordnung ist, vielleicht funktioniert dann das nächste nicht. Na gut, also ich habe mir. Ich habe mir überlegt, wir werden das jetzt. Okay, 57, das passt ja soweit. Wir setzen halt die Charaktere ein, die gut dafür geeignet sind. Mipha ist als Nebencharakter super. Und ansonsten hier, König Roam ist ja eigentlich auch ganz gut. Dann schauen wir mal, wie das damit Ich werde aussieht. meine Pflicht tun, wie es sich für einen König geziemt. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Du hast ja ein paar Sonderteams gemacht Ich und habe in die habe ich den. nicht Ich gesehen. habe also. Ich habe versucht, in den Sonderstreams keine Handlungsquests zu machen. Also bei dem. Der letzte Woche war, haben wir, glaube ich, gar keine Handlungsquest gemacht. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, aber ich glaube. Haben wir nicht gemacht. Okay. Ich habe halt eigentlich auch gedacht, das wäre eigentlich ganz witzig, wenn man einfach quasi so von Dienstag auf Dienstag gucken kann und wenn man Hallo! den langen Stream, Moin, man diesen langen Stream nicht, also wenn man den verpasst haben sollte. Ach, egal, lass mal. Also wenn man den langen Stream verpasst haben sollte, dann sollte das nicht so schlimm sein. Dann hat man halt nur ein bisschen Grinden verpasst. Ne? Und Hallo! Farmerei. Ja, bei mir ist halt, ach so, Sequenz. Moin, Bit Sister. Seid ihr also gekommen? Ihr verfluchten, elenden Quälgeister! Diese Gestalt. Also das mit dem Klatschen, das kommt mir nicht dazu. Ich werde euch Oh. auslöschen. Das ist mein Schicksal. Nachdem sie selbst die durch den Blutmond wiederbelebten Monsterhorden niedergeschlagen hatten, war für Link und die anderen endlich der Weg nach Schloss Hyrule frei.
Doch eine weitere, letzte Prüfung erwartete sie bereits. Wie wird ihr Kampf um das Schicksal Hyrules wohl enden? Moin, Andi. Ja, wir sind uns auch noch nicht so ganz sicher. Hat den Channel betreten. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, wie es jetzt halt weitergeht, ne? Also keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie vorerst die letzte Mission ist. Also könnte halt sein, dass das wirklich der allerletzte Teil ist. Es könnte auch sein, dass da dann noch eine Folgequest kommt oder noch ein oder noch ein. Wer weiß es schon, okay. Ne? Moin, also, moin, Bad Sister. Ich hab noch nicht nachgeguckt. Moin, Akira. Also ich weiß es auch nicht und es hat mich unter den Nägeln gejuckt. Ne? Ich wollte es wirklich wissen, aber ich habe mich dran gehalten. Da wollte etwas von mir. Tibiusa hat den Channel verlassen. Ja, bei mir ist das schon den Samstags und Sonntags. So, mach mal kurz den Sound ein bisschen leiser. Okay. So, jetzt auch. Bei den Samstags- und Sonntagsstreams bin ich halt immer sehr unregelmäßig dabei, weil ich am Wochenende oft irgendwas mache. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Das wollte ich gerade noch sagen. Das ist ja auch kein Problem, also. Ja, und letzten Dienstag war ich auch nicht da, stimmt. Da habe ich mich mit meiner besten Freundin unterhalten und wir hatten so ein schönes Gespräch, dass ich das ungerne abbrechen wollte. Ist ja gar kein Problem, brauchst dich nicht rechtfertigen dafür. Ja, nee, so war das gar nicht gemeint, aber mir fällt ja gerade ein, dass ich voll lange kein Hyrule Warriors mehr gesehen habe. Darauf wollte ich hinaus. Das stimmt, ja. Tibiusa hat den Channel betreten. Ich tue mal wie so, als ob ich da wäre. Los! Ah ja. Okay, Ganons Flüche. So, müssen wir wahrscheinlich erstmal wieder hier raus, ne? Oh, Gegner. Truhe. Will ich sein so? Ah, da ist er. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Ja, solange kein Zeitlimit da ist oder irgendeine HP-Leiste, auf die man auch noch nebenbei aufpassen muss, ist alles safe. Mhm. Könnte schon mal Discord starten, glaube ich. Achso, ich hab's gerade auch noch nicht freigegeben auf Discord. Ah, okay. Ja. Also chillen noch. Du bist ja drauf. Und um eins möchte ich euch bitten. Macht keine Sounds während der Sequenzen. Ja, das wäre schon ganz lieb. Also gerade während irgendwelche Videos laufen. Ich kann halt auch so Profile dafür machen, wo das dann deaktiviert ist. Aber ich finde das halt irgendwie doof, ne? Also wenn man da gerade irgend so eine Sequenz hat, es ist gerade total spannend und dann kommen irgendwelche Soundboards rein. Das ist halt irgendwie nicht so geil. Ich will sie eigentlich nicht deaktivieren müssen, weil ich finde die ja auch ganz witzig im normalen Gameplay, aber nicht wenn es gerade irgendwie dramatisch oder besonders episch sein soll. Da sind sie eigentlich nur am Nerven.
Ach, guck mal, durch den durch das Killen von dem Fluch haben wir den neuen Weg freigeschaltet. Ach so, diese Sümpfe, die müssen wir quasi jetzt nach und nach freikämpfen. Also haben wir gar nicht wirklich Möglichkeiten, irgendwie auch andere Rangehens, also andere Reihenfolgen oder so zu benutzen. Ich find's irgendwie gerade ziemlich komisch. Was ist denn so komisch? Ja, dass dieser Typ noch lebt. So, was hat er denn gemacht? Haben wir nicht schon besiegt gehabt? Nee, glaub nicht. Der war die ganze Zeit im Hintergrund so. Also. Kannst du mal aufhören, da die Schilde so schnell runter zu kloppen? Das ist halt Mifas, Mifas Geheimfähigkeit. Fähigkeit, ne? Ja gut, streng genommen, es ist eigentlich, liegt eigentlich nicht mal unbedingt direkt an Mifa. Also, ja schon, Mifas Moveset ist super, ne? Ja. Aber eigentlich liegt es nicht an Mifa, es liegt... Oh, das ist ja sehr günstig. Eigentlich an der tollen Waffe. Guck mal, Link hat, hat sich sogar schon gut hingestellt dafür. Oh, Attackenhagels. Ach, ich hätte nicht anfangen sollen mit Schlafen. Ich hab da wieder auf was gebracht. Ja, also aber jedenfalls. Er zieht immer noch ganz schön viel ab. Ja, aber leider hat er halt das Problem, dass er halt durch das Schild nicht so schnell durchkommt. Ja, gut, okay, das stimmt. Und Mifa kann halt den Shika-Stein viel effektiver einsetzen. Das ist halt wirklich ihre Hauptfähigkeit. Also, das heißt ihre Hauptfähigkeit, ihr Hauptvorteil gegenüber Link. Ne? Hingegen Lung? Ja. Aber Link kann das nicht. Also, dieses Stasis-Modul kannst du benutzen, ja. Okay. Aber ich sag mal, die Bomben zum Beispiel, die kannst du voll vergessen. Und das ist genau hier jetzt auch das Problem. Er kommt gegen Einzelne ist er gut. Aber nicht gegen mehrere. Also gut, das kann man auch mit einer anderen Waffe besser hinkriegen. Also das habe ich auch schon gesehen. Es gibt also dieser eine Typ, der gezeigt hat, wie toll man halt mit ihm farmen kann. Der hat auch so eine Keule benutzt. Und die Keule, die hatte halt irgendwie 130 oder 140 Attack oder so. Das war auf jeden Fall wahnsinnig gespannt. Viel. Also, der hatte auf jeden Fall eine unglaublich starke Waffe. Also, einen alten Knüppel, aber unglaublich stark. Und das hat schon was weggerockt, das Ding. Aber, so, ich sag mal so, die normalen Attacken, ja gut, der Flow ist gut, ne, aber, ja gut, das Spiel ist, es heißt ja Hyrule Warriors und wer ist denn der Hyrule Warrior? Mifa. Nein, immer noch Link, Sumo. Ja, streng genommen sind das alles Hyrule Warriors. Nein, also tatsächlich ist nur Link der Warrior, weil er ein Krieger ist. Die anderen sind keine Krieger. Die anderen sind nur Recken und Recken. Ja, ja. Ach, ist halt so. Ach, hier, genau. Mit der gesunden Karte geht das schon viel besser. So. Gesund? Mit der gesunden Karte geht es schon besser.
Oh, ein Zornwächter. Yay. Ach, guck mal, ich habe mich direkt wieder aufgeladen. Wahrscheinlich standen zu viele NPCs drumherum. Das ist aber auch so eine Sache, ich will immer den Special sparen und benutze ihn dann viel zu selten. Ja, gut, das ist ein Problem, aber nicht das Problem. Ach, bin ich doof. Da kann ich aus rechtlichen Gründen nichts zu sagen. Guck mal, das kann wieder Mifa erledigen. So. Ja. Einmal bitte Heilung, dankeschön. Ja, aber das machen alle tatsächlich, ne? Ach, muss man drauf achten, bei einem Special kriegen alle ein paar HP dazu. Ah, okay. Ey, da ist Yonobo und Daruk. Theoretisch müsst ihr jetzt der Mifa so richtig hier durchziehen, wegen Wasser und Feuer. Ja, gute Elemente gibt's hier nicht. Ja, aber außer bei Feuer, außer ja, beim Feuerstab. Ja, stimmt, aber die, also ich hab halt neulich mal reingeguckt, wie das eigentlich beim ersten Teil aussah. Und da gab es aber auch Elemente, ne? Also ja, da konntest du deine Waffen mit Elementen versehen. Du hattest, glaube ich, auch ein komplizierteres Rüstungs- und Waffenkonzept. Da müssen wir, also, wenn wir uns den ersten Teil angucken... Du kannst fragen, Sumo. Na, die Fenster sahen alle viel komplizierter aus. Es gab auf jeden Fall Elemente, auf die man achten musste. Ah, besiege das Arschloch. Sehr gut. Nein, Link, ich kann dir nichts tun. Ich kann ihn nicht mal anvisieren. Ah, den Astor, den kann ich anvisieren. Sehr gut, dann nimm den doch. Ach, guck mal. Der hat auch gar nicht so viel. Bestimmt verpisst er sich auf halber Strecke oder so. Stimmt. Er ist doch ein Böser, das ist doch normal, oder? Oh, Link ist dazu gekommen. Also der Gute. Angriffsspeed so alles bringt, ne? Ja, stimmt. Prinzess Link! Ja, man kann ja mit den Shortcuts immer nur einen Posten runter. Ja, ich weiß. Aber trotzdem hat sich das gerade cool angehört. Ich finde es toll, dass die wenigstens ihren Namen sagen, wenn man weiß, wo man hingesprungen ist. Und er hat sich zurückgezogen, es war ja irgendwie klar. Oh Mann. Okay, keine Kisten zum kaputt machen, aber hier. Auch nicht. Was kannst du eigentlich? Eigentlich soll es hier... das ist wahrscheinlich hier. Achso, dafür müsste erst mal die Plörre weg sein. Ja gut, dann müssen wir mal zu den anderen beiden rüber. Besessenheit Ganon mit den zwei Schwachen. Ja, macht man das nicht so heutzutage?
Das sieht doch vollkommen nett aus. Ich finde den Breath of the Wild geiler. Das ist ja auch die Verheerung Ganon, nicht die Besessenheit Ganon. Ist das nicht das gleiche? Nee. Aus dem Weg, so ist es recht. Ich liebe diese Samples. Ich weiß nicht, sie sind mir ein bisschen zu wenig. Hast du recht, aber trotzdem, es passt irgendwie sowas wie Faust aufs Auge. Nicht. Aber mit dem kann man relativ gut kämpfen, finde ich. Upsala. Oh, Obstsalat. Oh, da hätte ich jetzt Bock drauf. So gar nicht. Hä? Doch. Kommt doch an, was für ein Obstsalat. Ja, nicht wieder einer, wo dein Daumen mit drin ist. Das wäre ganz gut. Ach so. Okay, ja gut, okay. Ich verstehe aber nicht, der hat ganz gut geschmeckt. Hm. Ich habe heute seit Ewigkeiten mal wieder diese Honigflocken von Kellogg's gegessen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ihr kennt die mit Sicherheit. Aber als Kind waren die irgendwie geiler als heute. Ach, du meinst Smacks oder welche? Ja, genau. Smacks, ja. Ich weiß nicht, ich mag die immer noch. Aber früher haben sie irgendwie satt gemacht. Das ist heute irgendwie nicht mehr so. Ja, ich finde auch, die schmecken nicht mehr so gut wie die damals waren. Gott, der haut dich aber ordentlich runter. Ah, ist ja kein Problem, ich habe noch drei andere Charaktere. So, jetzt müssen wir uns mal auf der Karte ein bisschen orientieren. Wo bist du denn hier? Okay. Ah, Wächter beseitigen, glaube ich. Also, eine Sache finde ich jetzt gerade ziemlich komisch. Wieso ist auf einmal jetzt die Besessenheit Ganon weg? Ja, weil wir sie besiegt haben. Nein, ja, habt ihr sie nicht besiegt. Besiegt steht immer noch. Hm? Steht immer noch besiegt Astor. Ja, der hat sich zurückgezogen. Also den Kampf gewonnen, aber die Schlacht noch nicht. Also. Ah, so. Ja, gut. So. Ein Wächter erledigt. Folgen noch. Vier? Bad Sister möchte gerne gebannt werden, hat sie gerade in den Chat geschrieben. Oh, stimmt! Das ist da hast du vollkommen recht. Also, wenn du uns so nett bittest. Das will ich sehen, dass du mich aus dem TS bannst. Ja, wieso? Dich. Ja, ich hab jetzt dazu gestimmt. Ach, ich dachte, du hast mir zugestimmt. Nee. Ach, sieh mal an. Bananen schmecken gut. Du musst deine Community wieder verkleinern, so das ist uns nichts. Aber wir haben doch gesagt, jeder ist sein und meins ist meins. Kriechscheinenkampf. Türe eine Totenstille. Warum nur? Ich war von der Verheerung Ganon auserwählt. Das darf nicht sein.
Das ist niemals mein Schicksal! Oh, Verheerung, Ganon! Verschlinge nun dieses Lumpenpack! Jetzt wird er verschlungen. Ja, ja. Das kommt davon. Der sieht geiler aus. So einer ist das. Ey, Alter. Nee, ich will das Viech nicht. Ich will das Viech nicht besiegen, Alter. Ich hab zu dem Viech keine Verbindung. Du bist ja herzlos. Aber wenigstens hat er noch auf das Schild gezielt. Ja, weil er es hochgehalten hat. Gott, ich möchte mit dem Kleinen spielen. Pass mal auf, den kriegen wir am Ende der Mission dann als spielbaren Charakter. Das wäre schon witzig. Moin Alex. Moin Moin. Ich meine, warum eigentlich nicht, ne? Da hast du recht. Okay, weil er kaputt ist, deswegen. Ach, du hast ihn noch nicht kaputt. Ein bisschen. Der ist doch nicht kaputt. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Siehst du, er bewegt sich doch noch. Was mich aber auch interessiert, warum konnte das kleine Viech so viel aushalten wie ein großer? Weil das ein Miniaturwächter ist, der besonders viel Defense hat. Hat man ja am Ende gar nichts. Was ist jetzt mit Garnum? Der ist egal. Wenn ich das hier so mache?
Mutter? Auf dieses Lied zu spielen, ey. Wollen super freundlich. Und ne, die zirpende Grille würde hier einiges leichter machen. Nicht wegwerfen! Die Wiederkehr der Verheerung wurde bereits prophezeit. Als Prinzessin von Hyrule musst du dich deiner Ausbildung widmen. Dazu benötigst du kein Spielzeug wie dieses. Es tut mir leid. Oh Gott, ey. Terako. Wie Link da steht. Ich habe gerade gedacht, wie klein Mifa eigentlich ist. Also gut, im Vergleich so zu den anderen Recken ist das ja irgendwie verständlich, aber warum ist denn Sidon so riesig? Guck dir das mal an! Oh! Der Unterschied zwischen Mann und Frau bei den... Für die Zukunft. Link sieht selber aus wie einer von den Bösen. Muss doch nicht so sein. Ich werde dich hier zu Fall bringen. Oh. Mifa! Das wäre jetzt Cut gewesen erstmal. Müssen wir erstmal. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Gut, wir surfen einfach mal den anderen hinterher. So. Ah, guck mal, Link weiß, wo es lang geht. Ja. Oh ja, stimmt, heute ist Star Wars Tag. Ja, ja. Stimmt, ja. Jetzt zeigen wir irgendwie sofort an, die spielen müssen oder so. Ja, hätte ich wahrscheinlich, wenn ich irgendwie die Star Wars Spiele gut finden würde. Ich kann aber mit Star Wars generell nicht ganz so viel anfangen. Also er sieht doch nett aus. Den können wir bestimmt von einem Gespräch überzeugen. Bestimmt. Und W20 auf Redekunst, dann läuft das. Genau. Star Wars The Force Unleashed 1 ist sehr gut und Jedi Fallen Order ist auch sehr gut. Und zwei sehr gute Star Wars Spiele. Guck mal, er kriegt gar keinen Schaden. Kann Zellert irgendwas machen? Nein. Ein bisschen mit Lung. Ja, der kriegt doch gar keinen Schaden. Wir sind gerade in einem Video. Ist ja schon offensichtlich, wenn die heilige Kraft von Zellert dem nichts ausmacht, dann bringt pures Draufdreschen bestimmt nichts mehr. Und tot. Spiel vorbei.
gehen wir. Bring mir diesen Kampf nun. Zu Ende! Jetzt! Ich hätte immer noch keinen Schaden. Ah doch, jetzt. Ja. Ich werde es versuchen. Nicht so ungeduldig. Ja, es fühlt sich ein bisschen nach Endboss an, das war freundlich. Ja, so ein bisschen, ja. Oh, nur so ein bisschen. Ja, der hält was aus. Also ein schwieriges Spiel auch leicht, ne? Ja gut, nur viel HP hat ja nichts zu heißen, ne? Also. Naja, ich finde seine Attacken waren auch nicht gerade so. Wir haben ja schon mal geguckt, was in den anderen Schwierigkeitsgraden abgeht. Also, da kannst du es dir nicht leisten, ständig getroffen zu werden. Das ist aber auf jeden Fall mein Ganondorf, welcher mal cool aussieht. Ist ja kein Ganondorf, es ist halt Ganon. Ja gut, okay, das ist halt ein Ganon, der mal cool aussieht. Und nicht aussieht wie ein Warzenschwein. Meinst du etwa den von Twilight Princess? Ich meine den von Twilight Princess und eventuell auch den von Breath of the Wild. Ja, wobei das war ja... Es gibt ja Theorien. Also es gibt halt die Theorie, dass der warte mal, kann man mich überhaupt im Stream gut hören? Ich muss mich glauben, wenn ich da nach vorne komme. Warum ist die Kamera eigentlich so weit unten? Das ist doch nicht. Die fällt immer runter, weil das Objektiv so schwer ist. Guck mal, jetzt bin ich ein bisschen zu weit drin. So, also. Ha, den Raum kennen wir. Ups, ja. Falsch gedrückt. So. Es gibt die Theorie, dass in Breath of the Wild, dass man nicht gegen Ganon gekämpft hat. Okay. Die sind auf die Idee gekommen, weil man bei Wind Waker zum Beispiel gegen ganz ähnliche Formen von Ganon angetreten ist, aber am Ende eine Ganon-Form hatte, die es in Wind Waker zum Beispiel nicht gab. Okay, stimmt. Also nicht als Endboss sozusagen, so, weil Wind Waker war einfach ganz am Ende Ganon. Ganon als Ganon. Und das gab es in Breath of the Wild nicht, sondern nur diese verschiedenen... Oh. Also nur diese verschiedenen Arten von Beschwörungen, die er hatte. Und deswegen gehen manche Leute davon aus, dass man in Breath of the Wild 2 den echten Ganon, also den Ursprung der Verheerung quasi beseitigen muss. Was ich ziemlich cool fände, wenn das so wäre. Alter, das wäre auf jeden Fall ein ordentlicher Plot-Twist. Ja, vor allem hätte man dann den Eindruck, alles was man in Breath of the Wild gemacht hat, ist so ein Fliegenschiss. Im Vergleich zu dem, was da halt noch kommt. Ne? Ja. Ach übrigens, so nach dem Motto, ach übrigens, du hast Ganon nicht besiegt. Du hast nur irgendeine seiner komischen Inkarnationen irgendwie mal so ein bisschen. Ja, das Problem ist halt, wenn die Inkarnation an sich stark genug ist, dann ist es auch. Dann weiß ich nicht, dann fühlt es sich trotzdem stark genug an. Oder? Ja, klar. Ja, also ich sag mal nur beim Ocarina of Time zum Beispiel, der Waldtempel, ne? Also, da war das Phantom-Ganon auch schwer. Also auf seine eigene Art, ne? Der richtige Ganon war eigentlich auch nicht so stark. Alter, du Arsch! Mit dem Königsschwert. Ich hätte gedacht, jetzt hat er das Masterschwert für die Sequenz. Pass mal auf, jetzt kommt so, du hast leider das Masterschwert nicht dabei. So kannst du den Boss nicht besiegen.
Enden. Ja, ne? Ach, ich liebe dieses Design. Das ist so gut. Ja, ne? Vor allem, dass die den auch in den Sequenzen so gelassen haben. Das finde ich eigentlich am coolsten dabei. Ach so, die sind ja nur durch. Ach, okay. Ja, stimmt, die gehören da ja auch gar nicht in die Timeline. Ich bin mit großem Stolz, dass ich euch helfen konnte. Die Gerudo der Zukunft überlasse ich deiner Obhut, Riju. Danke für alles, Yunobo. Dieser Kampf war so kurz, wie er gut war. Das stimmt. Das hat echt sowas von Spaß gemacht. Wirklich sehr beeindruckend. Unserem Recken zuzusehen war mir eine Ehre. Irgendwann werden wir uns wiedersehen. Ja. Für alle Zeiten werde ich an deiner Seite sein. Dieses Wunder werde ich niemals vergessen. Gemeinsam mit euch zu kämpfen, ist eine Erinnerung für die Ewigkeit. Auch für die Zukunft, aus der ihr kommt. Möget ihr selbst in 100 Jahren noch mit Licht gesegnet sein. Ja. Alter, die haben halt einfach eine neue Timeline aufgemacht. Das so wie zu der Frage. So geht es noch so aus, wie es eigentlich ausgehen müsste. Alter. Ja. Ja, dann okay. Können wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen Completionist-Kram kriegen jetzt. Vielleicht gibt's auch noch so ein kleines Aftergame. Oh Gott, Alter, ich kann's mir noch nicht vorstellen, Alter. Die haben jetzt eine neue Timeline aufgemacht. Ja, damit man nicht weiß, was am Ende passiert. Ey, Alter, wie geil! Und ich hasse Rivali immer noch. Ja, der ist ein Arschloch. Hallo, ganz vorsichtig. Du kennst ihn aus Breath of the Wild nicht. Bitte. Ich überlege gerade, ich glaube nicht. Er ist einfach arrogant bis ins Grab. Also. Ja, ist doch und schön. Und auch selbst, als er tot war. Ja. Und das Netteste, was er zu Link gesagt hat, hättest du nicht schneller sein können? Ja, sowas in der Art war es, ja. Ist doch eine ganz normale Frage.
Der rettet dir gerade jemand die Seele und du hättest nicht schneller sein können. Genau, Cuphead. Cuphead ist bei mir immer ein Lückenfüller. Aber wir haben ja schon das nächste Projekt am Start. Oh, was ist denn das nächste? Ein richtig geiles Spiel. Das ist richtig gut, das Spiel. Und ich habe gesagt, ich mache nur 100%, wenn ich diesen Spieleberater habe. Und wem haben wir tut das weh. Bitte? Und wem haben wir das zu verdanken? John Cena. Nein, Sumo. Ja, du hast mich ja dahin gedrängt. Nein. Wer hat denn dir gesponsert? Wir hatten noch da zusammengelegt, war das nicht der? Nein. Das ist der für Ocarina of Time gewesen. Den haben Dennis und Abyssdir. Ah, stimmt. Gut, dass du es noch sagst, ja. Richtig, du hast recht. Also, die haben dir richtig viel gegeben dafür. Ach, Dennis ist da. Moin. Ja, aber stimmt. Ja, das habe ich mit dem Dingens hier, mit dem Stream Deck zusammen verwechselt, so, ne? Ich habe ja Dennis vor allem dieses Stream Deck zu verteilen. Richtig geil, also. Aber stimmt, der Spieleberater geht auch auf deren Kappe. Ja, wird fett. Nochmal danke dafür. Danke. Ja, Andi freut sich, glaube ich, noch mehr als ich. Weil ich weiß, was mich da an stressigen Quests erwartet, aber Andi sieht mich gerne leiden. Sumo, ganz ehrlich. Ich weiß noch ganz genau, als wir das Spiel zum allerersten Mal durchgespielt haben. Ja, damals vor 100 Jahren, als es noch neu war. 100 Jahre ist es jetzt noch nicht her. Es fühlt sich so an. Gefühlt noch ein bisschen mehr. Ja, aber es ist wirklich so, das Spiel lebt halt wirklich von seinen Sidequests. Wenn du nur die Hauptquest machst, ist es langweilig. Ja. Und du siehst halt das meiste nicht. Also, man muss da schon versuchen, alle Masken zu kriegen. Dann ist der Endboss-Kampf zwar sehr einfach, wenn man die dann benutzt, aber irgendwie ist es erst dann komplett. Oh ja, ich freue mich schon drauf. Wenn du Majora alle Masken gibst. Ja, das ist noch ganz schön lange hin jetzt. Okay, es geht doch heute noch mal Stunden. Okay, alles klar. Das ist jetzt wahrscheinlich so dieses 100%-Gedöns. Jetzt gibt's wahrscheinlich noch mal einen Schwung Nebensequenzen. Nee, Assassin's Creed erstmal nicht, aber ich hab schon gedacht, irgendwann werden wir mal Assassin's Creed spielen. Mal gucken, was jetzt passiert. So. Oh, wir haben einen Charakter freigeschaltet. Ja. Boah. Dumme, das wird ein Sonderstream, oder? Naja, ich meine, wir haben noch ein bisschen. Das wird noch ein Sonderstream, oder? Sind da doch 54 neue Sachen gewesen. Naja, wir können ja am Ende dieses Streams überlegen, wie wir da weiterverfahren. Ach so, guck mal, du musst den wieder zusammensetzen. Ja, genau. Und dann ist er wahrscheinlich ein spielbarer Charakter. Können ja einfach mal damit anfangen. Hey, gute Arbeit! Und dann, wir versuchen jetzt einfach. Ach, guck mal hier. Ach so, das ist die Quest, ihn wieder zusammenzusetzen. Der Akku wird repariert. So, okay, haben wir nicht. Toll! Gut gemacht!
So, was ist da unten? Stasis-Modul, das brauche ich. Da muss es hier irgendwo auch das Bombenmodul geben. Das ist links. Ach, da ist es. Da ist es. Herrlich. Wunderbar! Abklingzeit reduziert auf dem Bombenmodul. Das ist perfekt. Ja, das ist das Bombenmodul Plus. So, ja, dann können wir jetzt eigentlich erstmal ein bisschen Completionist machen hier, ne? Was ist das denn hier? Ja, machen wir einfach mal. Auch wenn ich nicht glaube, dass das ein guter Deal war. Aber gut, hilft der Abschlussrate. So, Chica-Sensor-Suchfunktion. Das ist auf jeden Fall gut. Ja. Tja, das war eine reife Leistung. Alex fragt übrigens, wie viel ihn Mario Galaxy kostet. Aber wann sollen wir denn Mario Galaxy spielen? Also nach Monkey Island, da könnten wir Mario Galaxy spielen. Eins oder zwei? Das Ding ist halt, wir haben das gerade erst gespielt. Ja, Monkey Island dauert ja auch noch ein bisschen. Gott, welche Charaktere hast du momentan zur Verfügung? Also Mifa ist auf jeden Fall dabei, wie es aussieht. Bin ich stärker geworden? Okay. Wir können gleich erstmal ein bisschen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach entwickeln, was irgendwie möglich ist. Und dann müssen wir erstmal farmen gehen. Oder möchte jemand eine Runde Real Life zocken? Gott, ich hab mir sagen lassen, also dass das Real Life schon wirklich ein ziemlich schweres Spiel sein soll. Vor allem sehr unfair. Ey, warum machst du eine das nicht? Großartige Sache. Weil ich im Moment auch gucken muss, wie das mit den Dingens hier, mit den Materialien ist. Wir haben im Moment ziemlich viel, was wir ausstatten müssen. Maronus. Das muss ich im Kampf einsetzen. So. Wann noch? Naja, komm. Ich habe es geschafft. Das ist Impa. Du bist sie. Mach mal Link. Boah. Wow. So falle ich niemandem zur Last. Gut, mal gucken, wie viel wir noch ausbauen können. Hier, guck mal. Beutequote für seltene Materialien. Ja, da kriegt man jetzt diese Completionist-Sachen. Mhm. Auch noch sowas. Ausgezeichnet! Ein großer Erfolg. Ja, mit Mario Galaxy müssen wir mal gucken, ob wir da mal ins Geschäft kommen. Ein fantastisches Resultat. Also bei Monkey Island 2 wirst du noch eine Weile dran sitzen, glaube ich. Das hast du ja letzte Woche erst angefangen. Ja, denn danach ist ja. Also nach Monkey Island 2 kommt ja auch noch Monkey Island 3. Und zwischen 2 und 3 gucke ich ja auch noch nach einem Übergangsspiel. Ein Deadly-Spiel. Ja, wahrscheinlich irgendwas von Dedelic, genau. Schöne Runde, Deponia 4. Oh nein. Gerade Deponia 4. Ein fantastisches Resultat. Eine großartige Sache. Hurra! Und dann gibt's noch mehrere. Von was? Von den... hier, wie heißen die Dinger nochmal? Von den Stasis-Modulen und sowas. Jetzt höre ich nicht auf. Weiß ich nicht, werden wir gleich wissen.
Also sieht jetzt aktuell noch nicht danach aus, aber. Meine Güte! Ich werde immer stärker! Ah, da hinten ist noch was. Boah, das ist echt unfassbar, ne? Das Beste kommt erst noch! Ich bin schon wieder stärker geworden, oder? Okay, gut. Dann, ich würde sagen, wir fangen erstmal hier an, jetzt die Quests wieder ein bisschen wegzuräumen. Kleine Runde mit Warner Boris. Ja, warum nicht? Ich kann nicht mehr im Ladescreen rumlaufen. Oh nein. Weil du ihn nicht mehr hast? Mhm. Ja, Sumo, das heißt, du weißt, was du zu tun hast. Ja, stimmt schon. Interessant, dass nachdem die Verheerung besiegt ist, dass noch mal so viele Gegner aus dem Nichts kommen. Das ist normal. Denk dran, es ist jetzt so, als ob du die Verheerung nie besiegt hättest. Ach stimmt, Ritsu und so sind ja auch noch da, ne? Richtig. Na gut, okay, das Einzige, was halt tatsächlich immer noch so ist, dass halt der Mini-Wächter kaputt gegangen ist. Gut. Yeah.
Wenn das Spiel nicht ruckelt oder so. Tut doch nicht, oder? Nein, fast gar nicht. Kommt doch schön mit flüssigen 3 FPS. Ja. Vielleicht 4. Ja, wenn nicht so viel passiert auf dem Bildschirm. Ja. Ja. Das müssen wir natürlich mal ausprobieren, ne? Oh, empfohlener Level 71. Vielleicht sollten wir es doch erstmal nicht ausprobieren. Was ist das? Der Blutmond-Battle, ne? Ach so, sehr schön. Aber wenn man da 71 haben sollte, dann solltest du eventuell so 2, 3, 4, 5 Level höher sein. Vor allem, guck mal, Sidon und Yunobo sind vorausgesetzt dafür. Ja, gut, okay. Die sind halt einfach bei, längst noch nicht so weit. Alter, geh doch mal bitte da drauf, Sumo. Ja. Ja, da steht, wie viele Kisten man kriegt und so. Ja, genau. Ja. Ja, weil wir in diesem Gebiet dieses Ding freigeschaltet haben, damit man das sieht. Ah, okay. Sieht man, welche Sachen man hat bei den großen Missionen, glaube ich. Ah, nice. Ja. Ah ne, stimmt, das sehen wir generell bei den Großen. Das haben wir generell freigeschaltet für alle. Ah, okay. Aber man sieht es halt nur bei den Großen. Bei den kleineren halt nicht. Oh, guck dir das mal an. Level 25. Level 6. Hm? Wo? Ja, da bei dem Dorf der Zoras. Das war irgendwie Level 6 oder so. Ja. Naja, gut, das... Ich glaube, da kommst du mittlerweile ein wenig besser durch, oder? Ja, aber was habe ich davon, da jetzt durchzulaufen, ne? Krux? Bitte? Krux? Habe ich von den Krux? Ich weiß es nicht. Die sind eigentlich ja auch nur ein Material, wie die anderen Sachen auch. Ich würde sagen, jetzt laufen wir erstmal alle Nebenquests ab, bis auf diese eine, wo man nicht getroffen werden darf. Auf die habe ich keinen Bock. Ja, und dann schauen wir mal weiter, ne? Also dann können wir ja mal gucken, ob wir dann nach und nach die Sachen freischalten können, die man braucht, um den Bot wieder zusammenzusetzen. Mhm. Das ist eine Einstellung, kein Bock. Achso. Wenn du möchtest, kannst du die machen. Ja, schick mir deine Switch per Post, dann mache ich das. Mhm. Das glaube ich ihm sogar, Sumo. Ja. Können wir tauschen, dann spielst du ein bisschen Binding of Isaac, wie wäre das? Nein. Also ich wollte mir das Spiel sowieso mal geben. Also wenn du das irgendwann mal im Let's Play spielst, dann kannst du ein ganzes Jahr für einplanen. Du wirst so lange dafür brauchen. Okay, dann werde ich es wahrscheinlich nicht mehr spielen. Hm. Ja, wenn halt so viel Spielzeit dafür nötig ist, dann ist das leider disqualifiziert. Vielleicht bist du ja auch richtig gut darin und ich bin auch so mega schlecht, aber es ist unglaublich manchmal.
Und es ist halt mittlerweile echt viel Content. Euch freuen zu hören, dass Mehlwürmer jetzt offiziell als Lebensmittel zugelassen sind. Na endlich! Ja! Oder auch nicht. Oh Gott, ey. Ich stelle mir das auch sehr widerlich vor. Aber sie sind unbedenklich, also. Gönnung. Greif zu! Nee, das war. Greif zu, hopp! Versteh nicht. Da esse ich ja lieber Banane. Also. Das verstehe ich noch gar nicht. Also. Die sollen ganz lecker sein. Ich habe zwar selbst noch nie welche gegessen, weil wir schon mal im Gedanken davon. Bananen? Nee, nicht Bananen. so Mehlwürmer. Boah, ekelhaft. Ja, ich sag's ja immer wieder, Ekel ist eigentlich anerzogen. Ja, schon, ne? Ich meine, in gewissen Ländern ist es ja Alltag, sowas zu essen. Und kleine Kinder, die nehmen sowieso alles in den Mund. Also, die sammeln sich auch Regenwürmer von so aus der Erde und fressen. Irgendwann kommt der Moment, wo der Ekel kommt. Aber ich glaube, dass es anerzogen ist, dass dann die Eltern sagen, nee, lass das mal, das ist eklig. Okay. Ich glaube einfach, dass es anerzogen ist. Weil es gibt halt auch genug Länder, da ist es halt ganz anders. Mhm. Da würden sie sagen, du kannst doch kein rohes Hackfleisch aufs Brötchen schmieren. Zu bescheuert. Ja, gut, aber ich meine, es gibt halt Länder, da würden die das sagen. Es gab bei Galileo mal so eine Folge, da haben sie einen Burger gemacht aus Fliegen. Und das war so widerlich. Oh, Insekten sind einfach nur gruselig. Also, Bad Sister, das ist also. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll.
Schlurfenbisch ist alle. Ja. Hä? Was ist denn der da unten hingekommen? Du hast ihn runtergeschleudert. Ach nee, es sind jetzt 18. So. Eben waren es noch 17. Ah, oh, Mann. Ich muss es tun. Ich darf nicht verlieren. Das ist schon echt komisch, ne? Also, so, ich hätte auch keinen Bock drauf, Insekten zu essen. Aber ich schätze mal, wenn es genug veredelt ist, dann merkt man das nicht mehr. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn es dann 8-mal frittiert ist und so, aber oh nee, die Vorstellung ist echt gruselig. Ja, Betsister, ich weiß, was ich vorsetze, wenn du mal irgendwie bei mir bist zum Essen. Meine Eltern haben einen Garten, da können die dann vorher schön ein paar Würmer ziehen. Und die isst du dann. Alle. Zubereiten, kriegst du roh und dann werden die gegessen. Als Pulver in Nudeln. Also Insektennudeln sozusagen. Hm, das könnte man mit Hackfleisch natürlich auch machen, ne? Hab ich gerade Hackfleisch gehört? Ja, Hackfleischnudeln. Oh, gerne, nehme ich sofort. Das hier was, ja. Wir machen einfach eine Lasagne und statt der Platten, also statt der Nudelplatten, einfach immer eine schöne Schicht Hackfleisch. Geil. Hast du gehört, ne? Sofort, wo kann ich unterschreiben? Hm? Oh Gott, schon wieder so viele Waffen. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du die nicht immer, dass du die erstmal nicht loswirst, kann das sein? Also gut, sie konnte sie zumindest aufnehmen. Oh ja, das ist doch schon mal schön. Also. Ein paar Burger in den Eintopf. Finde ich auch gut.
Nee, das war freundlich zu spät. Du hast gesagt Burger. Burger in einen Topf ist okay. Ach, guck mal, das wechselt immer durch hier. Also, dieser. Der Blutmond ist einfach so ein. Kommt zur Handlungsquest nochmal und kriegt richtig auf die Fresse. Ah, ist das super. Da weißt du doch, was man machen muss. Ich glaube nicht, dass diese Waffe. Diesen. Ja, bei 20 wäre sie bei 92 und die ist bei 20 bei 98. Okay, gut. Ich glaube, hier können wir. Ach, guck mal, hier, das sind diese Monsterteile plus. Monsterteile plus. Mit Monsterteile plus 9, mit Monsterteile plus 9. Achso, dadurch wäre. Achso, wir müssen auf das Symbol achten. Das da ist es. Ach guck mal, und durch das Upgrade kriegen wir dann Monsterteile plus. Wenn jetzt noch ein Level-Up dazu kommt. Ja. Dann würde ich sagen, mach das doch mal. Ne? Machen wir das mal. Oder warte mal, jetzt muss ich noch mal kurz was ausprobieren. Weil das hier ist eine, wo Monsterteile Plus drauf ist. Und das ist auch eine mit Monsterteile Plus. Und wenn wir jetzt hier. Ach, guck mal. Wir haben eine reingegeben, die Monsterteile Plus hat. Achso, und hier unten auch noch eine. Und nach dem Level Up. Ah, nee, guck mal. Jetzt kriegt sie Monsterteile plus. Mhm. Okay, dann werden wir das mal genauso machen. So, und jetzt haben wir hier eine mit Monsterteile plus 20. Die wollen wir upgraden. Warte mal, erstmal wollen wir die upgraden. So. Und hier gibt es nämlich noch eine, die Monsterteile plus hat. Die da. Und theoretisch, wenn wir jetzt wieder auf ein Level abkommen. Ah ne, das geht wahrscheinlich nur, weil es. Ach so, weil es Level 10 passiert hat. Genau. Erst da würden wir das nächste Upgrade kriegen. Aber das könnte man ja erreichen, wenn wir jetzt hier sinnloses Zeug reinstopfen. Dass sie irgendwie Level. Genau, jetzt hat sie Level 8. So, und jetzt müssten wir sie auch mit dem führenden Item. Ne, warte mal, wir hatten noch eine, wo es doppelt ist. So. Müssten ihr jetzt noch so viel XP mitgeben, dass sie auf Level 10 kommt. Monsterteile plus 15. Oh, nett. Ja, so macht man das. Guck mal. Da. Ist perfekt für die Farmquest. Nein, überhaupt nicht. So, okay, jetzt reicht es aber nicht mehr, um nochmal irgendein Monsterteile-Bonus drauf zu kriegen. Weil die da würde uns nur Angriffsgeschwindigkeit geben. Ja, ich glaube, das ist wichtig, welches Item du zuerst wählst. Das ist schön, dass wir es jetzt begreifen, so ganz am Ende, wo wir im Prinzip das Spiel schon fertig haben, ne? Ja. Wo wir das Master Schwert schon verkackt haben. Wieso, du kannst da wieder zurücksetzen? Ja, aber weißt du, was das kostet? Das ist richtig teuer. Ist doch scheißegal, wir haben doch das Geld dann irgendwann. Ja, irgendwann ja, das stimmt. Ja gut, wir haben ja zum Glück Mifa als Farmcharakter. Du hast nicht nur Mifa, du kannst auch die ganzen Sachen von den anderen verticken. Ja, stimmt, wir können mal einen Schwung Sachen verkaufen. Die anderen Charaktere sind uns eh erstmal egal. Obwohl. Nee, verkaufen will ich eigentlich noch nicht.
Wir scrollen mal durch. Hat irgendwer besonders viele? Nee. Ja, ein paar hat 9. Reicht. Ich würde die Waffen wirklich lieber erstmal noch kombinieren. Guck mal, 8 auf 20. Da können wir ja schon mal irgendwie einen Attack-Bonus oder sowas draufkriegen. Ja, Schaden durch starke Angriffe plus 4%. Das ist... Das war... So, das Symbol mit dem Schwert. Okay. Also... Das heißt, das müsste dieses hier sein, genau. Wenn wir damit jetzt über Level 10 kommen, Schaden durch starke Angriffe plus 5. Ich glaube, jetzt haben wir raus, wie das Crafting-Konzept funktioniert. Sauber. Läuft. Und auf die Art und Weise kann man die Waffen ganz böse hochzüchten. Okay, gut, weiter geht's. Wir wollen ja noch ein paar Quests machen hier. So, Also, das ist die Quest, wo wir ganz am Ende hin müssen. Genau, wollen wir jetzt erstmal Nebenquests machen oder wollen wir versuchen gezielt diese Teile suchen. Okay, alles klar. Also wir suchen Ishirok-Urkunden. Das heißt, wir suchen uns jetzt hier einfach eine von den niedrigsten Quests aus und rushen da durch. Guck mal, wenn es die hier geben soll, dann nehmen wir die. Guck mal, Zeitlimit, Level 17 ist empfohlen, Level 77 sind wir. Sollte nicht funktionieren, weil du bist viel zu too low. Wir sind fair. Boah, warte mal, die hat schon 77? Ja. Ja, okay, gut, die ist ja auch schon halb auf Max, ne? Ja, die ist halb auf Max und die andere, die hast du auf Attack Speed gekloppt. Ja, unbewusst, aber da habe ich echt Glück gehabt. Ja. Aber wir nehmen jetzt diese Monsterteile plus. Ich weiß zwar nicht, ob es für die Urkunden funktioniert, aber generell mehr Drops sind mehr Drops. Gib dich zum Ziel. Ja, wir räumen halt weg, was noch da ist, ne? Was wir noch so finden können. Auch wenn der scheiß Attackhagel, die Zeit läuft. So, die letzten 2 Zentimeter da. Geht's. Ich bin mal gespannt, ob wir gute Drops kriegen am Ende. Ich hoffe mal.
Ja, so oder so sollte es eigentlich nicht vom Nachteil sein, wenn wir diese Monster-Drop-Bonus-Dinger haben. Weil wenn wir so viel Prozent schon rausholen. Guck mal, wir haben extra sogar ein Eisding bekommen. Das war schon. Ja, es ist ja nur eine Nebenquest gewesen. Mal gucken, was wir jetzt an Items rausgeholt haben. Okay, Monstermaterialien gab es nicht viel. Aber diese Moblin-Sachen, guck. Also, ja gut, okay, es bringt halt. Sind halt viele Items. Mhm. Aber diese Dinger, die, auch wenn die nicht alle viel wert sind, kann man die unterm Strich dann doch für gutes Geld verkaufen. Wie viele Dinger hast du jetzt bekommen? Wie viele Urkunden? 14. Boah, geil. Aber wir können, du kannst das Ach, Ding Ichirok jetzt kaufen. Waren die kleinen. Ja gut, dass ich die nicht stehen gelassen habe. Also, ja, im Prinzip, solange du nicht Uzi auf Schniedelwutzi reimst oder so. Was ist denn da jetzt freigeschaltet worden? Ach, da! Das da ist verfügbar. Ja, aber Uzi Schniedelwutzi ist ja auch eine ganz andere Kunstform. Das, da kommt keiner ran. So, was haben wir denn hier? Okay, also eigentlich nur diese kleine Quest da unten. Und du kannst die Sachen kaufen. Ja, aber wir haben ja auch nicht unbegrenzt viel Geld. Ich versuche die immer erstmal so frei zu spielen. Und guck mal, wir haben hier noch ein Level, wo wir die Items sogar kriegen, was wir noch machen müssen und was nur Level 47 voraussetzt. Oh, das ist, ja. Das ist zwar festgesetzt hier mit den Charakteren, aber das hier nicht. Wir gehen jetzt mit Impa, Zelda und Link hin. Das kann böse werden. Nee, mit Mifa. Zelda und Link. Ach, stimmt. Komm ich auf Impa? Weiß ich nicht. Weil du vielleicht mal mit ihr spielen wolltest. Nein. Deswegen. Bestimmt Nein? nicht. Aber die... Oh Gott. Also das Niveau deiner Texte super freundlich ist echt, also Bushido ist nichts dagegen. Scheint noch drei vor allem. Sehr schön. Nach all den Spielstunden komme ich immer noch mit diesen blöden Tasten da durcheinander. Ach, gibt Schlimmeres. Ja, stimmt. Ich übernehme, Link.
Nein, keine Sorge. Oh, Freund, ich trete ja richtig auf heute. Oha. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, dann machen wir mal auf deinem Kanal so, machen wir mal so eine Rap-Battle irgendwann, so ein Special. Das könnt ihr jederzeit gerne machen, also. Wenn du nicht da bist, ne? Ja, wieso? Macht ruhig, mir ist es doch wurscht. Wenn ihr das wollen. Ich glaube, also wenn du solche Texte schreibst, dann glaubt auch niemand, dass du es irgendwie ernst meinst, egal was du da reinschreibst. Ja. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ah, du weißt ja, alles kommt im Leben zurück wie ein Frisbee.
was habt ihr eigentlich den Vogelskit von Animus gehört? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Animus ist ein Rapper, aber ich hab gar nichts von ihm gehört. Ach ja, Link hat den Leuen. Wir lieben unsere Leuen. Das klingt nach einem sehr intellektuellen Text. Aber ich muss dann sagen, das Map-Design war gar nicht so doof. Weil du musstest mit drei Charakteren rein und du konntest keinen Schwachen mitnehmen. Weil du kannst ja die anderen nicht carryen. kannst denn hier keinen Charakter hinterherziehen, der gerade schlecht ist. Ja, du musstest schon immer damit dabei sein. Du musst doch aufpassen, wo gerade deine Leute stehen und was sie gerade tun. Ach so, nee, das hat mich gar nicht so gestört. Das hab ich einfach machen lassen. Das ist das Faire, sie gehen wenigstens nicht tot dabei. Naja, eventuell werden sie unterlevelt vielleicht schon. Okay, wir haben wohl immer noch nicht genug Items. Können wir mal gucken. Okay, also Ostling und Glutforelle. Wir könnten was kaufen. Können wir mal gucken, wenn es nicht zu teuer ist. Ne? Ja, wie viele brauchen wir denn überhaupt? Jetzt habe ich nicht geguckt. Ja, das, was du auf Lager hast. 25. 14 Stück brauchen wir. Ja. Ach, ob da irgendein Level irgendwie deutlich niedriger ist als die anderen, aber sieht nicht danach aus. Ach so, das kann man mehrmals machen. Okay. Das hat letztes Mal 7 Minuten gedauert und das hat letztes Mal auch knapp 7 Minuten gedauert. Na gut, dann gehen wir doch einfach mal hier hin. Hoffen, dass es gut geht. Ugh!
Uff. Hm? Thoras Hammer besteht aus Nokias. Nee. Oh, das ist schon. Ich erinnere mich an die Mission. Nur damals war es ein wenig schwieriger, würde ich schätzen, oder? Ja, Sidon war damals nicht so gut ausgestattet. Jetzt kann Sidon relativ gut hier unten die Stellung halten. Und könnt ihr nicht mal irgendwie zusammen ins Bild kommen? Dann kann ich wenigstens den Special gut nehmen. Natürlich nicht, das wäre viel zu einfach. Okay, das reicht. Ich darf nicht verlieren. Hilf auf! Wir waren siegreich. Ich gehe. Hilf auf! So, dann... Hier müsste irgendwo... genau... So, dann gibt's hier einen Standort, den wir hochnehmen müssen. Ich muss es tun. Ich darf nicht verlieren. Ja, Hilfe! Ja, ach so, der hat da unten auch noch sein. Okay, den müssen wir gleich mal wegdrechseln, ne? Und das Camp gehört ja eh schon uns, so. Und so, da kann Mipha dahin. Wir wechseln mal eben auf Sidon, kümmern uns um den hier. Ah ne, dafür brauchen wir keinen Reis, oder? Das klang komisch gerade. Das stimmt. Und da ist schon wieder Nachschub. So, gut. So, einmal ein bisschen aufräumen hier.
Weiter geht's. Hier runter, hier rechts. Obere oder das untere? Das obere. Da lang, da lang. Da, da. Aber wie man sieht, ist sie auch mit dieser Waffe gut. Also es ist nicht, es lag jetzt nicht nur an diesen knapp 100 Attack, sondern es ist einfach das Moveset, was sie hat. Und in dieser Kombination mit der Rücksetzzeit mit den Bomben, das ist einfach richtig böse. Hast du eigentlich die Mission vom letzten Mal gemacht mit den 900 zerstörten Zeiten? Ach nee, das war eine Mission mit Zelda, die habe ich nicht gemacht. Noch nicht. Die Mission ist echt räudig, also die ist echt zum Abgewöhnen. Und sind denn da so viele Gegner? Ich habe auf der Karte halt gesehen, dass da voll viele Gegner sind. Da habe ich halt gedacht, okay. So. So viel Zeit muss sein. So. Also wenn das die Truppen des silbernen Leunen sind, dann sind das bestimmt, ist bestimmt der letzte Gegner der silbernen Leune. Ach guck mal, ein silberner Leune. Nein! Verdrückt. Naja gut. Der harte Kampf, der sollte uns jetzt glaube ich nicht stören, weil der Gegner ist sowieso jetzt weg hier. Ja. Ist auch sehr knapp. Ja, das passt schon. Nach dem Leuen ist ja die Mission zu Ende.
Okay, jetzt ist nur noch ein Shop da. Ostling brauchen wir noch. Ja! Okay, wir... Also die Frostlinge, die kann man auch in dieser Mission hier bekommen. Eine vielfältige Bedrohung. Achso, das war wieder die, wo man so dreigeteilt rumgelaufen ist, ne? Oder wir machen jetzt einfach eine Lückenfüller-Mission. Und dann sind die Shops ja regeneriert. Wir haben eh nur noch 4 Minuten. Ja, wir können ja mal einen kurzen Farmlauf machen. Gucken, ob das schon was bringt. Das war dieser Lauf hier, wenn ich mich nicht irre. So, also das, was wir jetzt machen wollen, also worum es geht, sind diese Items hier. Bocklin Horn, Bocklin Hauer und Bocklin Herz. Ne? Vor allem diese hier. Ne? Und ich würde mal einfach sagen, wir hauen die jetzt einfach mal alle weg. Einfach damit wir 0 haben, damit wir besser sehen, was wir bekommen. Und falls wir mal welche brauchen, dann müssen wir halt welche verkaufen. Und da sieht man auch, was die Moblin Hauer bringen. 370 das Stück. Also die Mission, wo man den Mist farmen kann. Nein, die bringen nur 10 und du hast 320 davon. Ach so, nee, stimmt, warte mal. Ja, hast recht. Ja, aber wo war denn das? Irgendwas bringt eigentlich... Ja, das Herz bringt relativ viel mit 20. Ja, man kriegt jedenfalls recht viel. Also, man muss es nur richtig anstellen. Aber stimmt, hast recht, wir haben einfach nur viele Stück. Ich bin einfach zu dumm. So. Also, das war Vorherrschaft in der Wüste, genau. So, das heißt, wir nehmen Mifa, wir nehmen diese Beutelanze da, diese hier, Monsterteile plus. Achso, kann man... Ach, schade. Irgendwie, wir hatten ja irgendwie zusätzliche Gewänder freigeschaltet, ne? Jetzt muss ich mal kurz gucken... Ist das für Link gewesen, was wir noch bekommen haben? Oder ist das für die Nachwuchsrecken? Das war, dass die Nachwuchsrecken quasi, dass die so also eine Robe gekriegt haben. Nee. Zieht ins Feld. Königliche Beraterin Impa, ich werde guck mal bei Mifa. Ja, ich hatte ja Mifa gerade. Guck mal, sie hat hier nur zwei verschiedene. Mit Mifa war ich doch gerade schon. Die hat nur dieses Reckengewand. Ja, das hat sie jetzt ja... Hatte sie das vorher nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich möchte für alle das ist jetzt ja auch nur dieses blaue Tuch da, ne? Achso. Achso, ja. So sah so... Ja, gut. So viel ist das jetzt nicht Unterschied, aber na gut. So, jetzt müssen wir hier noch was finden, was irgendwie Beuterate oder sowas anhebt. Die Beutequote für Materialien 10% ist da unten in der Ecke. Jetzt gucken wir erst noch nach, ob hier noch was anderes ist. Okay, also wir haben... Genau, wir haben... Seltene Materialien sind es nicht. Aber wir haben das da. Wie das wohl schmeckt? Das da. Und das da. Es ist lecker. Ich habe übrigens ein paar Folgen von Falcon und Winter Soldier geguckt und die Serie ist. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu, als ob ich das jedes Mal vorlese. So. Es ist so, ja, das habe ich auch gerade gedacht. Aber ich wollte das nicht so kommentieren. Also mir kommt es wirklich so vor, als hättest du das schon ein paar Mal erzählt. Und ich sag jedes Mal, ja, Serien sind nicht so meins. Nö, also mir ist das recht, also ich hab da kein Problem mit. Ich wollte es nur sagen.
Aber dann muss die Serie ja echt gut sein. Das, In Ordnung, Fox! Guck mal rechts an ran. Ich muss es tun. Ich darf nicht verlieren. Nein, die Zahlen fliegen zu schnell. Meine Gegner. Da unten ist noch was. Den habe ich ganz vergessen. Der hält hier bestimmt gerade den Verkehr auf. Ich darf nicht verlieren. Da merkt man den Levelunterschied halt ein bisschen, ne? Kommt der nächste Kandidat. Sogar ich habe es geschafft, sagt sie. Gerade sie. Ich muss gerade dran denken, diese Gebiete hier, die haben sie ja wirklich, also die haben ja wirklich als Basis sehr oft quasi Szenen aus Breath of the Wild genommen. Und haben wirklich ein Gebiet gebaut, was an das Gebiet von Breath of the Wild angelehnt ist. Also bei diesem Super-Profi, ne, der ist da natürlich richtig durchgerascht, ne, also der hat da irgendwie nur 2-3 Minuten für gebraucht, für den ganzen Lauf. Aber der hatte auch irgendwie, das ist das, was ich meinte mit dieser Keule von Link, aber irgendwie 150 Attack oder ich weiß es nicht. Jedes Mal, wenn ich sage, wie viele Attack wird's mehr. Ne, es war auf jeden Fall wahnsinnig viel, also, halt eine Waffe mit auf Max mit Beuterate plus und dann als Keule, dass er die ganze Zeit diesen Wirbelsprung macht.
richtig böse. Der hat halt jeden Gegner nur einmal in seiner Combo gehabt, dann war der tot. Da verwirrst du dich einfach nur einmal durch das Schlachtfeld und bist fertig. Das ist so, ja, das ist ein bisschen... Aber ich denke, du hast das Spiel jetzt inzwischen auch durch. Aber... Ja, aber Mipha ist noch harmlos gegenüber dem, von dem ich dieses Level hier habe. Oh ja, Monkey Island 2 am Donnerstag, da sagst du was. Tut sehr gut. Ja, ich freue mich auch schon. Es geht ja jetzt erst so richtig los am Donnerstag. Wir erinnern uns ja an die letzte Folge. So, jetzt können wir gespannt sein, wie viel Mats wir jetzt rausgeholt haben. So 2, 3? Ja. 100. Also erstmal 750 Rubine durch den Abschluss. Dann 288 Bocklin Hauer, 262 Bocklin Hauer. Und das wichtigste 150 von den Herzen. Und die können wir jetzt noch verkaufen und dann machen wir Feierabend. Aber dann können wir mal gucken, wie viel wir da dadurch jetzt eingenommen haben. Feierabend, das duftet kräftig, genau. Deftig, würzig, ach, gut. Komm, ey, das ist doch langsam echt. Nee, das geht nicht wieder. Das bleibt für immer. So, und das hat uns jetzt gebracht. Also hier sind's 780. Ah. Hier sind's 2300. Ah. Und hier sind's 3020. Ah. Jo. Läuft, ne? So, und das jetzt bitte beim nächsten Mal auch nochmal so. Das machen wir dann den ganzen Samstag. So, wir starten um 12 Uhr morgens, laufen die ganze Zeit hier rein. Und dann können wir uns einfach alles kaufen. Nee, das Schöne daran ist jetzt, wir können ja jetzt ohne Probleme jetzt die Charaktere nachziehen, die zu niedrig sind, weil wir haben die Kohle ja jetzt. Ne? Dazu können wir, dadurch, dass wir mit Mipha ja relativ oft losziehen, können wir ja auch quasi hoffen, dass wir irgendwann mal wieder diese Beuterate-Waffen kriegen. Vielleicht müssen wir einfach auch nochmal in die höheren Level gehen, damit wir halt nochmal dieses Monsterteile Plus haben. Ne? Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Und dann haben wir einfach die Waffe, um zu farmen. Ist doch geil. Ja, dann gut, dann machen wir jetzt Feierabend. Oder wollen wir noch irgendeine Amtstat erledigen hier? Nee, ja, wirklich nicht, ne? Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Die Frage ist jetzt natürlich, wie wollen wir jetzt am nächsten Let's Play Tag weitermachen. Also wir können ja eigentlich noch Terrako reparieren. Andererseits ist das Spiel eigentlich durch. Jetzt ist so die Frage, wie lange wollen wir noch Completionist machen hier? Wie viel wollen wir noch dranhängen? Also ist ja letztendlich die Frage, ob du Bock hast, den zusammenzubauen.
Ich glaube, das wäre schon cool. Irgendwie schon, ja. Also ich würde das Spiel schon gerne weiterspielen. Ja, fände ich auch ein schöneres Ende, als das jetzt gerade noch nicht zu machen. So. Okay, irgendwie fühlt sich das einfach nicht fertig an, ne? Das, genau, Ja, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Und gucken mal nach, wie weit wir noch Bock haben auf das Spiel. Und so lange muss man über das Mask halt leider noch warten. Aber, ja gut, aber es ist ja trotzdem Zelda. Außerdem habe ich ja schon gesagt, also Samstag, also ja, sonst ist nichts groß. Jahrestag der Befreiung von Nationalsozialismus ist am Samstag. Sagt mir Google-Kalender. Aber nee, sonst habe ich nichts in meinem Kalender stehen, also können wir da gerne. Ich muss natürlich gucken, wie es passt bei mir zeitlich sonst, aber so jetzt würde ich spontan sagen, ach, da können wir bestimmt nochmal so einen XXL-Stream machen und dann räumen wir hier nochmal ein bisschen auf. Ja, denk auch dran, du hast am Samstag noch was anderes, ne? Ja, der Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Genau. Nein, nicht das. Aber komm, die RP-Runde geht doch nicht den ganzen Tag. Also, es ist halt am späten Abend, also von daher, das kommt mir jetzt nicht in der Planung irgendwie in die Quere. Außerdem, die Männchen sind nicht glücklich, also eigentlich müsste jedes Gebiet auf maximale Glücklichkeit. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Also, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich speichere nochmal ab hier. Ach, guck mal, da steht auch abgeschlossen dran quasi. 37 Stunden haben wir schon. Na gut, dann habe ich die Kamera verschoben. So, besser. Ja, genau, dann machen wir jetzt Feierabend. Die Stimmen aus dem TS können auch noch mal kurz Tschüss sagen. Ja, macht einen wunderschönen guten Abend. träumt von mir, schlaft schön und tut nicht, dass ich nicht auch tun würde. Schön, dass du immer deinen Abschlussspruch hast. Ich guck nochmal nach, ob hier aus den ersten Reihen hier ist nichts da, wen ich mal raiden könnte. Gut, dann ich guck nochmal kurz auf meine Hauptseite, weil irgendwie ist die immer ein bisschen gesprächiger. Nee, sehe ich gerade nicht. Alles klar, gut. Dann machen wir jetzt Feierabend. Ich danke fürs Einschalten und Mitmachen. Dann geht's nächste Woche wahrscheinlich nochmal weiter mit Hyrule Warriors und dann kommt irgendwann Majora's Mask. Und am Donnerstag dann Monkey Island 2. Also, ja. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ciao, ciao.